Er hat in Deutschland den Impfstoff erfunden. Sie hingegen sollten den Impfstoff bloß bestellen. Er hat alle seine Mitarbeiter dafür rund um die Uhr arbeiten lassen. Sie hingegen haben Millionen Deutsche dafür bezahlt, dass sie nicht arbeiten. Er hatte von Anfang an in der Krise ein ganz klares Ziel vor Augen. Sie haben dieses Ziel in der Corona-Krise bis heute nicht gefunden. Er hat den Wert seines Unternehmens BioNTech gerade um 250% gesteigert. Sie hingegen häufen gerade massive Rekordschulden an. Wo stünden wir in dieser Corona-Krise eigentlich, wenn nicht Sie Deutschland regieren würden, sondern er? Trägheit, Langsamkeit, Bräsigkeit. Deutschland ist schlechter als sein Ruf. Die Corona-Krise, die zeigt uns gerade, was unsere Regierung und unsere Verwaltung alles nicht können oder zumindest nur sehr langsam können. Deutschland ist nur Mittelmaß. Die größte Leistung unserer Regierung in dieser Krise, Millionen Menschen dafür zu bezahlen, dass sie nicht arbeiten. Das ist zu wenig. Damit möchte ich mich nicht abfinden. Auch in der Regierung brauchen wir Menschen wie ihn, den BioNTech-Chef. Typen, die schnell sind, nicht bräsig. Typen, die sich mit Mittelmaß eben nicht zufrieden geben. Typen, die Hoffnung machen. Musik